Lebensgemeinschaften, so unterschiedlich sie auch sein können, sind heutzutage das, was dem klassischen Bild der Familie von früher am nächsten kommt. Eine Lebensgemeinschaft ist schon lange viel mehr als das klassische Bild von Ehe mit Kindern. Partnerschaften mit und ohne Kinder, Partner mit unterschiedlichem oder gleichem Geschlecht etc. sind nur einige Beispiele. Unterscheide aber auch Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Modelle, besonders im Kontext Familie und Beruf, ist ein breit gefächertes und komplexes Thema. Neben der teilweise vorhandenen rechtlichen Unterscheidung der unterschiedlichen Arten von Lebensgemeinschaften stellt auch die Akzeptanz seitens der Gesellschaft und zum Beispiel seitens Arbeitgebern dar. Hier wird beispielsweise immer noch zwischen Ehe und eingetragener Lebensgemeinschaft unterschieden. Auch hinsichtlich der möglichen Erfüllung von Kinderwünschen gibt es hier große Unterschiede. Daraus resultieren leider auch unterschiedliche Konstellationen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die individuellen Möglichkeiten. Des Weiteren finden Sie hier Kontakte zu zum Beispiel Behörden, Hilfsorganisationen und Beratern, die sich mit dieser Thematik beschäftigen.